PSN-Code kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt Energie-Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. You don't know. Ihr habt es mal wieder geschafft und seid auf dem behindertsten Kanal auf YouTube gelandet. Wenn es um Gaming geht und um mich. Unfassbar, oder? Das ist No Hand Gaming, NHG, ausgeschrieben No Hand Gaming. Mein Name ist Benji, ich führe den Kanal. Unfassbar, wer hätte das gedacht, Freunde? Richtig, das interessiert keine Sau. Aber ich habe heute ein neues FIFA 19 Video pünktlich um 15 Uhr, wie jeden Tag für euch. Macht die Glocke an und macht jeden Tag um 15 Uhr das Video an. Naja. Wer das Video von gestern nicht gesehen hat, kann ich verstehen, dass manche einfach keinen Bock haben, drauf zu klicken. Wenn ihr es aber gesehen habt, weil ihr es nicht gesehen habt, dann checkt es mal aus. Jetzt die Infokarte hier oben. Mein Starterteam in FIFA 18, beziehungsweise ein Starterteam, nicht mein Starterteam, ist ein bisschen untergegangen. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut, Freunde. Lasst da nochmal einen Daumen da. Heute zeige ich euch mein Dreamteam von FIFA 19. Habe ich gerade übrigens FIFA 18 gesagt. Kann sein, wenn dem so ist. Hi, bra. Ich zeige euch heute mein Dreamteam für FIFA 19, was ich mir plane, in ungefähr 2 Monaten am Start zu haben. So ein Video habe ich letztes Jahr ja auch gemacht, kam ganz gut an. Wenn es euch heute gefällt, ich bitte euch drum, lasst einen Daumen nach oben da, Freunde, für das Teambuilding. Dann sehe ich wirklich, ob ihr da in Zukunft noch Bock drauf habt oder nicht, weil ich habe noch ein paar geplant, ich habe noch ein paar aufgenommen. Aber wenn ihr den nicht sehen wollt, dann brauche ich euch auch nicht unnötig rausballern, Freunde. Ja, wenn du denkst, du hast alles mögliche auf dem Capture-Event aufgenommen und dir erst danach die ganzen Ideen einfallen, ist natürlich eher semi-geil. Willkommen in meinem Leben. So Leute, das Ganze ist natürlich FIFA 19 und wir starten direkt mal rein. Wir gehen in die Verteidigung und haben hier heute am Start... Soll ich so tun, als ob ich gerade wirklich zocke? Aber wir gehen... Nein, okay, das ist natürlich aufgenommenes Material. Danke nochmal an EA Sports, Freunde, dass ich bei dem Capture-Event in Berlin am Start sein durfte, dass ich dort aufnehmen durfte. Und dort habe ich dieses Material aufgenommen. Also, wir starten mit der Verteidigung. Ihr seht es schon. Einmal Roberto Carlos, Ramos, Blanc, Walker und De Gea. Und ihr seht schon, ja, diese Verteidigung erinnert einen sehr, 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 sehr stark an FIFA 18. Ich habe diese aber deswegen auch gewählt, weil ich weiß, dass ich mich auf die vertrauen kann. Und ich habe schon ein paar Spiele mit dem Team gespielt und kann einfach nur sagen, dass Ramos und Blanc wieder absolute Maschinen da hinten sind. Roberto Carlos habe ich ehrlich gesagt nur genommen, um vorne was zu linken. Sonst hätte ich vielleicht eher Marcelo genommen, weil ich den noch mega gut fand. Aber mit Roberto Carlos kann man nie was falsch machen. Walker, mega gut. Leider hat Valencia dieses Jahr nicht so geile Stats als Rechtsverteidiger. Nur 85 Pace oder sowas. Deshalb habe ich mich für Walker entschieden. Und De Gea, highest rated keeper im Spiel, war einfach mal wieder eine absolute Maschine. Wer eine andere Ikone in der Verteidigung spielen will, probiert mal Campbell aus. Hat über 80 Pace, hat richtig, richtig geile Stats. Micha Blanc einfach wieder überzeugt. Und ihr wisst ja, ich liebe Blanc. Ich habe ihn letztes Jahr so viele Spiele gespielt. Das wäre also die Verteidigung. Was sie kosten wird, ich weiß es nicht. So, ich habe übrigens extrem Halsschmerzen. Schon seit mehreren Tagen, seit der Gamescom. Very nice, I like. Wir gehen ins Mittelfeld über, Freunde. Dort spiele ich meine... Einer meiner neuen Lieblings-Icons, würde ich jetzt schon fast sagen, nur nach dem Capture-Event, Clarence Seedorf, Dybala und Kanté. Statt Kanté kann man natürlich auch Pogba da spielen. Pogba fand ich mega gut dieses Jahr. Aber war letztes Jahr auch schon geil und Kanté ist halt wie immer klassische Maschine. Wenn man es ein bisschen offensiver haben will, nimmt man Pogba rein. Aber ich glaube, ein Defensiver tut da ganz gut. Oder... Wenn mir die Coins am Ende reichen, werde ich rechts noch statt Pogba Rullit hinstellen. Ihr wisst ja, Rullit eigentlich jedes Jahr Must-Have. Wenn es geht, wenn es von den Coins her passt, sollte glaube ich auch so sein. Dann werde ich ihn auf jeden Fall da reinstellen. Aber kurz mal ein Wörtchen zu Clarence Seedorf, Leute. Diese Icon hat mir so viel Spaß gemacht zu spielen. Einfach, weil man ihn auch noch kennt von den früheren Zeiten, wo er gespielt hat. Er hat 4 Sterne, Alter. Er hat diese geilen Haare, wie er auf der Karte hat, auch im Spiel... Und geht so ab, hat zwar, glaube ich, Medium High, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ihr seht es wahrscheinlich gerade auf dem Screen. Aber er rennt auf und ab, ist eine richtige Maschine, auch defensiv. Ist wie so ein Hullet in Baby-Style, aber einfach geil, weil es halt einfach Clarence Seedorf ist. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die Karte sein wird. Ist eine neue Icon, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer sein.
aber ich gebe alles dafür, diese Karte spielen zu können, denn sie hat so viel Spaß gemacht. Ich habe ja unter anderem auch Michael Ballack gespielt, den fand ich so, geht so ehrlich gesagt, hat mich nicht so mega überzeugt, aber dafür ist das Spiel dann noch da, um dann alle Icons zu testen. Gerard und Lampard habe ich auch gespielt, aber am besten fand ich einfach diesen verfickten Clarence Seedorf so gut. So, wir gehen auch schon in den Sturm über, Freunde. Dort spielen wir den guten Neymar. Der hat seinen eigenen Okocha-Flick dieses Jahr, hat den eigenen Übersteiger. Very, very nice. Im Sturm natürlich Ronaldo, wer hätte es gedacht. Ist ja dieses Jahr Stürmer, genauso wie Messi übrigens auch. Hat den Strongling zu Dybala und auf der rechten Seite auch eine Icon, die ich sehr vermisst habe, wo ich mich sehr, sehr freue, dass sie wieder da ist. Georgie Best! So geil, Freunde. Ich feier diese Icon so sehr. Hab sie dieses Jahr jetzt auch schon wieder gespielt auf dem Capture-Event und hat einfach nur Spaß gemacht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Mega, 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 mega geil. Ich finde die Bilder auf den Icons auch so geil, dass sie wieder so alt gehalten sind. Feiere ich echt. Neymar mit dem Dribbling des Zorns, ultra geil. 5 Sterne, 5 Sterne. Ronaldo 5 Sterne, 4 Sterne. Und Best, glaube ich, 4 Sterne, 4 Sterne. Ich, warte mal. Lass mich kurz nachgucken. Georgie Best hat 4 Sterne, 4 Sterne, Freunde. Also sehr, sehr geile Karte. Ich habe jetzt mit Absicht von keiner Icon hier die Prime-Icons reingetan, Freunde. Einfach aus dem Grund, weil ich habe keine Ahnung, wann die Prime-Icons rauskommen. I don't know. Keine Ahnung. Taktische Einstellung habe ich hier nicht abgefilmt, kann ich euch aber noch sagen, wie ich es machen werde. Ich werde einstellen bei den taktischen Einstellungen. Das habe ich tatsächlich bei Bipart Gaming gesehen. Die saßen noch direkt hinter uns, also Grüße gehen raus an die. Nach Ballverlust direktes Pressing. Das soll mega, mega stark sein. Das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ansonsten alles entweder schneller Aufbau oder Basic einlassen beim Offensivspiel. Das muss man mal abchecken, wie das ist. Ich werde dieses Team auch umstellen in-game. Ich werde nicht 4-3-3-4 spielen. Ich werde wahrscheinlich 4-2-3-1 spielen. Das heißt dann, werde ich Kanté und Makelele oder Kanté und Makelele auf den beiden Sechsern spielen. Und dann Dybala auf der 10. Links Neymar, rechts Best und im Sturm natürlich Ronaldo, ganz klares Ding. Ja, Freunde, das ist das Team. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt soweit. Anweisung natürlich, Außenverteidiger hinten bleiben bei Angreifen. Ein Sechser bleibt hinten bei 4-2-3-1. Und der Zehner hat vorn, mache ich immer vorn bleiben, den Rest lasse ich so. Muss man alles rausfinden, wenn das Spiel dann draußen ist, was am besten funktioniert. Ihr wisst es selbst. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Team gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr anders machen würdet, ob ich absolut verrückt bin, ob ich dieses Team nie schaffe zu bauen. Ich bin gespannt, Freunde. Und damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Morgen um 15 Uhr. Nee, morgen ist Samstag. Also morgen kommt das Video schon vormittags. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.